Preiswerte FIFA 14, Ultimate Team Coins, Game Keys und Game Cards findest du bei meinem Sponsor MMOGA. Alle Links dazu sind unten in der Videobeschreibung und jetzt viel Spaß beim Video. Ja, meine Lieben, weiter geht's mit einer neuen Folge des FIFA 14 Ultimate Team Let's Plays und ihr seht schon oben im Titel, heute mit der Vorstellung eines überragend geilen Teams, das ich mir zusammengestellt habe. Macht richtig dermaßen Bock und ich würde sagen, ich plapper gar nicht mehr allzu lange drumrum. Wir gehen rein, bauen uns das Team zusammen. Ihr seht oben rechts den Namen, nämlich J-O-M-B-B-B. Soll euch eigentlich erstmal nicht interessieren, ich kann mal so viel verraten, Anfang März gibt's dann ein kleines neues Projektchen und dafür unter anderem brauchen wir dann dieses Team, aber wie gesagt, lasst euch einfach überraschen, wir haben ja noch ein bisschen Zeit bis Anfang März, habe ich jetzt März gesagt vorhin, ich glaube schon, also Anfang März geht's los. Das Team, das wir jetzt zusammenbauen, ist so ein bisschen, ja ich sag mal ein Liga-Team, aber trotzdem ein bisschen Hybrid noch mit dabei, also wir haben hier und da noch einen von Barca, wir haben noch einen von Liverpool, es sind ja auch zum Teil, sage ich mal, Spieler, die wir schon im Udo und Kai-Team und im Liga-Team hatten, ganz klar. Aber ich habe es nochmal so ein bisschen aufgepimpt. Ich glaube, der Gesamtwert liegt bei 1,2 Millionen oder so. Allerdings haben wir natürlich noch, soll ich da schon verraten? Wir haben einen Spieler drin, der relativ viel wert ist, das wisst ihr noch, der nur geliehen ist. Also wenn man den wegrechnet, keine Ahnung, wären es vielleicht 300.000, 400.000, ich weiß es gar nicht. Muss ich mal nachgucken, denke ich, steht vielleicht oben mit im Titel. Werdet ihr dann schon sehen, beziehungsweise können wir danach uns vielleicht nochmal so ein bisschen zusammenreimen oder ich blende es jetzt hier gleich irgendwo ein. Wer weiß. Also, wir starten rein, wir fangen im Tor an, nehmen den Keeper, den wir so schon kennen. Nämlich ihn hier, Sürigu, richtig starker Mann. Gucken wir uns mal schnell an, 86 Hechten, 87 Reflexe, 79 Ballsicherheit, Tempo eine 50, 73 Abschläge, 85 Positionsspiel, gefällt mir richtig gut, er holt zum Teil Dinge raus, das ist unfassbar. Hat jetzt schon 80 Spiele für mich gemacht, da sieht man leider nicht allzu viel mehr Statistiken, aber richtig guter Mann, kann ich absolut nur empfehlen. 1100 Münzen kostet auch nicht allzu viel, also von dem her, wenn ihr ein bisschen Kohle habt, dann holt euch den, der rettet euch da hinten ganz viel. Dann machen wir weiter in der Innen, wir fangen an mit dem Linksverteidiger, da fangen wir an. Und da gibt's schon mal den ersten in Form, Lukas Digne. Linksverteidiger, 81 Tempo, 73 Dribbling, 75 Passen, 77 Defensive und 70 Kopfball. Richtig guter Spieler, hohe Angriffsraten im, hohe Arbeitsraten im Angriff. Mittel in der Verteidigung, gefällt mir richtig gut, habe ich jetzt schon 29 Mal mit ihm gespielt. Hat knapp 30.000 Münzen gekostet, ist auch ein richtig guter. Harmoniert auch vor allem mit dem Nebenmann richtig stark. Und das ist er hier, Thiago Silva, Team of the Year, wie gesagt, leider nur geliehen. Der gehört mir ja nicht. Spielerarbeitsrate, Mittel im Angriff, hoch in der Verteidigung. Ein überragend geiler Mann. 49 Spiele, 2 Tore gemacht, 2 Vorlagen noch dazu. Eine rote hat er bekommen, 2 gelbe, aber guckt euch die Werte an. 87 Tempo, 79 Dribbling noch für Thiago Silva. 95 Defensive und 91 Kopfball. Also ohne Witz, ich glaube, ich habe 99,8% der Kopfbälle mit ihm gewonnen, der Duelle. Das ist überragend, was der Typ kann. Also wenn ihr denen drin habt, na dann gute Nacht. Das ist richtig krass, aber wie gesagt, der kostet dann doch ein paar Münzen. Das ist ein bisschen teuer, das ganze Geschehen. So, wir gucken rein. Nebenmann von Thiago Silva ist jemand, der momentan der schlechteste Spieler ist, sage ich mal, im Team. Weil ich den einfach noch ein bisschen diese Position aufpimpen möchte mit einem Inform. Allerdings momentan nicht die Münzen, aber ich habe 5.000 und ich glaube, der Inform kostet um die 60.000. Deswegen erstmal sozusagen die Light-Version. Und jetzt werdet ihr euch fragen, wieso nicht in Kulu, der passt da auch gut rein, neben Thiago Silva. Nee, weil dann passt es nicht mit dem Rechtsverteidiger. Den sehen wir gleich. Dafür brauchen wir nämlich einen Brasilianer. Das ist Marquinhos, hat den Anker als Chemistry-Style, 78 Tempo, 78 Defensive. Ja, 72 Kopfball, relativ solide Werte. Wie gesagt, da möchte ich versuchen, den Inform Marquinhos zu holen. Dann wäre das wirklich eine absolute Biestabwehr. Denn neben Marquinhos, da haben wir einen, den ich schon immer mal spielen wollte. Ich denke mal somit wahrscheinlich den besten Rechtsverteidiger in FIFA 14. Gestern erst gekauft und es ist natürlich Dani Alves. 90 Tempo, 83 Dribbling, 79 Defensive, 81 Passen. Da kann ich alles vorlesen. 72 Kopfball, 72 Schuss. 4 Sterne Spezialbewegung, 3 Sterne schwacher Fuß. Auch eher genau wie Lukas Digne eine Arbeitsrate im Angriff mit hoch. Defensiv eher gering. Also ein sehr offensiver Rechtsverteidiger. Aber das passt, denke ich mal, ganz gut in das Geschehen. 48.000 Münzen gekauft. Bisschen weniger, als er letztendlich wert war. So im Schnitt, glaube ich, waren es bisschen 50, 51, 52. Also ein bisschen, was habe ich gespart. Bisher, ihr seht es, noch kein einziges Spiel für meinen Verein gemacht. Gestern erst gegen abends, ja, ein Angebot abgegeben. Irgendwann in der Nacht ist er dann zum Verein dazugestoßen. Also das werden wir dann demnächst, sage ich mal, die Jungfernfahrt mit Dani Alves zusammen erleben. Das Ganze dann im nächsten Part. Dann machen wir weiter im ZDM. Auch mit einem Spieler, wo man sagen kann, Mensch, den kann man noch ein bisschen pimpen. Da kann man auch noch einen Inform drauf klatschen. Und zwar natürlich Matuidi, Powerhouse,
als Chemistry Style, 76 Kopfball, 83 Defensive, dazu 78 Tempo. Auch er Superwerte, 77 passen natürlich, nicht zu vergessen. 71 Spiele gemacht, 6 Tore, noch dazu 15 Vorlagen, hoch Arbeitsraten, das ist auch, finde ich, richtig gut. 2700 Münzen hat er gekostet, aber ich finde wirklich einer der stärksten ZDMs, die ich bisher gespielt habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Und Walter Gargano, zumindest für den Wert, den er hat, mit seinen 75, 76, der Uruguayer da von Parma, der ist auch richtig stark für die Münzen, die er kostet und so weiter und so fort. Hört sich vielleicht blöd an, aber habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt und ist wirklich so. Mit dem komme ich gut klar. Aber ich glaube, den habe ich mittlerweile verkauft. Dann machen wir weiter, fangen an im linken Mittelfeld. Da haben wir einen richtig geilen Mann, nämlich Lavezzi, der zerfetzt sie mal so richtig, hoffe ich. Linkes Mittelfeld, Argentinier, Paris Saint-Germain, 88 Tempo, 88 Dribbling, 77 Schuss, 74 passen. Er ist der Maestro. Hat er auch als Chemistry-Style im Angriff hohe Arbeitsrate in der Defensive. Mittel richtig, richtig stark. Schwacher Fuß, 4 Sterne. Genauso Spezialbewegung, 4 Sterne. Allerdings von der Torausbeute und von den Torvorlagen geht noch ein bisschen mehr. 29 Spiele bisher, 7 Tore, 7 Vorlagen. Wobei ein Tor davon der Hammer war. Mega, mega geiler Longshot. Glaube ich, habe ich auf Facebook auch geteilt. Von Lavezzi. Richtig, richtig stark. Harmoniert dann natürlich super mit Thiago Silva, Matuidi und Lucas Digne. Das passt richtig gut rein. Ihr seht viele, viele von Paris Saint-Germain. Dann machen wir weiter. ZOM, der Spielmacher der Zehner bei uns. Wer ist es? Es ist natürlich Longshot Cavani, Finisher als Chemistry Style. 83 Tempo, 80 Dribbling, 84 Schuss, 84 Kopfball. Richtig, richtig starker Mann. 72 Spiele gemacht, 51 Tore, 22 Vorlagen. Das heißt, er macht in jedem Spiel mindestens ein Tor oder eine Vorlage. Das sind überragend geile Werte. Hohe Arbeitsrate, sowohl in der Offensive als auch in der Defensive, habe ich mir am 30.10.2013, ist lange her, für 10.000 Münzen gekauft. Weiß gar nicht, ob der mittlerweile mehr wert ist. Gefällt mir als ZOM auf jeden Fall überragend geil. Und dann machen wir weiter mit dem nächsten Informspieler. Einer, der mich auch ein bisschen was gekostet hat, den ich hier gar nicht finde. Da muss ich nämlich ein bisschen was anderes einstellen. Und ihr wisst schon, wer es vielleicht ist. Ich denke schon. Es ist natürlich... Wo ist er? Huch, jetzt habe ich alle. Naja, nehmen wir ihn ja. Es ist James Rodriguez. Hawk als Chemistry Style. 80 Tempo, 87 Dribbling, 81 Schuss. 86 passen. Der geht richtig ab. Mir hat schon James Rodriguez ganz normal als seltener Spieler richtig, richtig gut gefallen. Er hier ist momentan noch nicht so ganz drin. Da muss ich mich erst noch ein bisschen einfinden. Ist irgendwie ein bisschen anders vom Spielen her. Ich weiß zwar nicht warum, aber ihr seht es an der Statistik. 4 Spiele, noch kein Tor. 3 Vorlagen gemacht. Mittel Arbeitsrate. 4 Sterne Spezialbewegung. Für 72.500 Münzen gekauft. Ich glaube, ich konnte froh sein, dass es da noch den Second Inform gab. Sonst wäre der wahrscheinlich noch ein bisschen teurer gewesen. Aber ihr seht auch da, den relativ früh gekauft. Ach, das Ausgabedatum, das ist nur, wann er rausgekommen ist, ne? Dann habe ich den gar nicht am 30.10. gekauft, den Cavani hier. War dann irgendwann anders, aber ist, wie gesagt, schon sehr lange her. Damit, denke ich, haben wir jetzt das Mittelfeld auch mal komplett und dann würde ich sagen, fehlen noch die 2 Stürmer und da sind natürlich zwei bombastische Freunde drin. Eine noch mit 90, aber wir fangen mit dem linken Stürmer an, nämlich mit Falcao. Freunde, der geht auch so ab. 54 Spiele, 39 Tore, 24 Vorlagen. Das macht insgesamt 63 Torbeteiligungen direkte in 54 Spielen. Das sind Hammerwerte. Angriff, hohe Arbeitsrate, in der Verteidigung Mittel, auch er bei schwacher Fuß und Spezialbewegung, 4 Sterne, richtig, richtig stark von Radamel Falcao, Garcia, Zarate, richtig starker Mann. Nebendran natürlich er hier, Luis Suarez, die muss ich nur tauschen, dann geht's ein bisschen besser auf. Der Uruguayer, 86er Gesamtbewertung, die Maschine, Engine als Chemistry Style, 81 Tempo, 90 Dribbling, 83 Schuss, 75 passen. Ganz, ganz starke Werte und er geht mal kräftig durch die Decke. 60 Spiele, 48 Tore, 34 Vorlagen. Das heißt 70, das heißt 82 direkte Torbeteiligungen in 60 Spielen. Top-Wert, richtig, richtig stark. Auch er mit einer hohen Angriffsrate, mit einer mittleren Verteidigungsrate, wenn man so will. Und das würde ich mal sagen, ist dann mein Team. Was eine krasse Mannschaft. Gefällt mir richtig, richtig gut. Die gehen mal auch so richtig, richtig krass ab, die Jungs. Also von dem her können sich, glaube ich, unsere Gegner in nächster Zeit warm anziehen. Wir können nochmal schnell auf mein anderes Team gucken. Ich habe mir noch schnell eins zusammengebaut. Das hat allerdings gerade mal so 8.000 gekostet. Und zwar das hier, um einfach mal ein Co-Team zu haben. Ein anderes Team statt dieses mega brutale Chomp-Team. Wo wir ja nicht wissen, wofür Chomp steht. Ne? Könnt ihr mal raten in die Kommentare, was da passiert. Da haben wir Courtois, Miranda, Varane. Ich mache es jetzt im Schnelldurchlauf. Fabio, Payet, Thiago, Cissé, Conco, Eder, Varela und João Moutinho. Komme ich eigentlich auch ganz gut klar mit dem Team.
Aber ist wie gesagt nichts Spezielles. Das nur so ein bisschen als Ersatz für das Chomp-Team. Also, das wäre es gewesen mit diesem kleinen Squad-Builder. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich kann einfach nochmal schnell irgendwo einblenden oder irgendwo was verlinken oder in die Kommentare oder sonst wo schreiben. Wie viel das Team wert ist, auswendig weiß ich es jetzt nicht. Aber ich denke, das steht dann irgendwo geschrieben und dann wisst ihr Bescheid. Und damit würde ich sagen, war's das mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben geben würdet. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann lasst doch am besten ein Abo da und verpasst keine Folge. Und wir sehen uns dann im nächsten Part mit dem ersten Spiel. Mit dieser geilen Truppe. Also bis dahin, euer Badeschlappen. Servus!